Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Wildtierwahnsinn, oder genauer gesagt hier um den Abschnitt einer von vielen, welches sich im Gebiet Argus befindet, und zwar bei etwa 60-40, und zwar hier im zweiten Abschnitt die Antorische Ödnis. Und ja, das Tier, um dagegen zu besiegen, sieht wie folgt aus: Wir nehmen irgendeine Schlange mit der Attacke Giftzahn. Hier ist es zu empfehlen, ein schnelleres Pet zu nehmen als 281, damit ist man halt eben schneller als der Gegner. Und so, ja, ansonsten würde man halt einfach gleich zu Beginn sterben, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen einfach diesen Giftzahn auf den Gegner draufbringen. Danach ein Zandalari-Pet mit den Attacken Jagdrudel, Sprung und Schwarze Klaue. Hier ebenfalls lieber ein schnelleres nehmen, damit man halt einfach diesen Geschwindigkeitsvorteil hat. Jetzt habe ich halt einfach das schnellste hier genommen, das ich habe, aber man kann natürlich auch den Kraft- und Geschwindigkeitsbreed nehmen, der vielleicht sogar ein bisschen besser ist, weil er halt einfach ein bisschen mehr Schaden austeilen kann. Das dritte Pet brauchen wir eigentlich nicht, aber ich denke mal, Spinnen sind immer gut in solchen Kämpfen mit brüchiges Netz und Spinnlingsschwarm, und dann sollte eigentlich der Gegner besiegt sein. Normalerweise braucht man eigentlich nur diese ersten zwei Pets, und dann ist der Gegner eigentlich recht schnell im Dreck. Und ja, zu Beginn einfach, wie gesagt, hier den Giftzahn einsetzen. Das ist das Einzige, was eigentlich diese Schlange einsetzen kann. Hier wird er gleich getötet. Ich habe es auch zu Beginn einmal probiert, irgendwie mit Eingraben, dann hier irgendwie mit Giftzahn, aber das Timing, ja, versaut es sozusagen, dass man vielleicht zu früh danach wieder die Kanone abbekommt. Und deshalb habe ich jetzt einfach mich für diese, ja, Taktik, sag ich mal, entschieden. Einfach Giftzahn und sich töten lassen. Dann kommt das Zandalari-Pad. Und deshalb habe ich gesagt, eben schneller als 281, weil eben der Gegner dieses Tempo hat. Und sonst wäre es halt immer so ein wenig nervig, wenn man halt langsamer ist als der Gegner. Hier an dieser Stelle einfach den normalen Ablauf. Schwarze Klaue und Jagdrudel. Hier töten wir ihn fast, also durch den, ja, durch das Vergiftete, sage ich mal. Ich habe es auch mit dem anderen Pre probiert, also mit dem Kraft und Geschwindigkeit, da ist es auch relativ knapp gewesen, sogar ein bisschen mehr hat er eben wegen den Kraftwerten, aber er tötet ihn noch nicht, leider. Danach einfach, ja, den Sprung einsetzen, und dann sollte eigentlich an dieser Stelle dann einer von vielen dann im Dreck liegen. Belebt sich natürlich wieder, weil es untotes Pet ist. Aber danach sollten wir eigentlich kein Problem mehr haben, weil wir haben ja noch ein Pet im Hintergrund. Dann sollte eigentlich dieses Pet, auch wenn es irgendwie sterben wird durch einen Crit oder so, sollte trotzdem irgendwie das dritte Pet den Kampf noch retten. Hier an dieser Stelle irgendetwas einsetzen, Sprung, Schwarze Klaue. Man kann sowieso nicht wirklich viel anrichten, und ja, dann haben wir einer von vielen besiegt. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.